nicht nur see you soon, sondern hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid hier bei Play, dem Creative Gaming Festival 2022. Wir sind schon am sechsten Tag des Festivals. Wir sind hier live vor Ort in Hamburg, in der Mönckebergstraße im Jupiter. Hier gibt es eine Ausstellung, Workshops, heute finden Fortbildungen statt. Es gibt Mitmachangebote, kommt einfach vorbei oder kommt ins Play Valley. Aber wo sind wir jetzt gerade? Wir sind auf Ott Ninas Kanal. Das ist meiner. Ja. Und guten Morgen. An den anderen Tagen habe ich immer gesagt, so, ich bin gar nicht Nina, wir haben nur ihren Kanal. Aber heute ist Nina auch heute dabei. Ist Nina hier. Das heißt, ihr habt eine besondere Legitimierung, einfach nur, indem ich anwesend bin. Ja, ich bin anwesend. Du wirst auch fragen. Und dann, wir sind in einer Show, in einem Show-Element von Play, was Räume öffnet. Und wir haben uns eingeladen bei verschiedenen Menschen und haben die Woche über schon bei Menschen über die Schulter geguckt, die irgendwas mit Games machen. Produzieren, sie kontrollieren, die Qualität sichern, was auch immer. Und heute sind wir zu Gast bei einer Streamerin, nämlich bei Freiraumreh, Kim. Und wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast und dein Setup gerade noch aufgebaut hast. Hallo Kim. Hallo Kim. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. So schön, dich zu sehen, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, wir kennen uns übers Internet schon. Also natürlich. Internet. Ja, klar, weil wir machen ja auch irgendwie so ein bisschen dasselbe, aber auch gar nicht. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, als Andi auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir haben Kim. Und ich sagte, ja. Wir haben Kim, oh Gott. Ja, es ist tatsächlich sehr besonders, euch heute hier zu haben, weil ihr die allerersten seid in meinem neuen Büro. Und ich hoffe, es hallt nicht zu sehr und ich hoffe, es sieht nicht zu leer aus und es ist nicht zu wenig aussagekräftig. Aber für mich ist es sehr besonders, heute die euch als erste Gäste quasi virtuell in meinem Büro zu haben. Ja, das freut uns, geehrt. Freut uns auch sehr. Du hast es auch schön drapiert hinten, dass man das wirklich auch sieht, dass du gerade eingezogen bist. Da noch. Das ist nicht drapiert, da steht nur einfach sehr viel und die Ecke war noch frei. Ich weiß, es ist noch gerade auch erst 2 Tage oder so, richtig? Also gestern tatsächlich, gestern, ja. Ne? Ja, ich bin gestern erst, also ganz, ganz frisch. Heute ist der 2. Tag, genau. Ja. Das ist voll cool. Mal, Kim, wir wollen ja Berufe kennenlernen und so ein bisschen eröffnen, was man da eigentlich tut und wie man das eigentlich macht. Im ersten Teil. Und darum frage ich dich mal, ich bin jetzt deine 80-jährige Nachbarin in Berlin-Spandau. Oh je. Und die klopft bei dir an die Tür und sagt, sagen Sie mal, Frau Adam, was machen Sie eigentlich? Wie würdest du ihr das erklären? Also tatsächlich sind wir ja so ein kleines Dorf und meine Nachbarn fragen mich tatsächlich, was ich tue. Meine Nachbarin ist aber so um die 65 und der habe ich das so erklärt, dass ich Online-Moderationssachen mache. Also das, was sie so aus dem Fernsehen kennt, probieren wir auf eine Online-Plattform umzusetzen, die Twitch heißt. Da ich nicht mehr Games online zocke, ist es tatsächlich sogar relativ einfach zu erklären. Weil wenn ich der sage, ich lade mir Gäste ein und dann, um Gottes Willen, ich bin kein Lanz und keine Maischberger, da bin ich weit von entfernt. Aber ich habe die Möglichkeit, in meinem Beruf Leute einzuladen, die meinen Horizont erweitern und die interviewe ich online. Und damit verdiene ich völlig abstruserweise tatsächlich mein Geld. Das wäre die Kurzfassung. Und das ist ziemlich eingängig, glaube ich. Also ich denke, dass auch, ich will nicht sagen die Boomer, aber dass die Boomer das auch verstehen, wenn man ihnen sagt, hallo, ich mache Moderation im Internet. Meine Mutter glaubt auch bis heute noch, wenn ich solche Formate hier machen darf, dass ich im Fernsehen bin. Und das macht sie immer sehr stolz und ich finde, das ist in Ordnung so. Ja, im Prinzip stimmt es aber auch. Also ein bisschen, es ist, ne? Ja, es ist ja, also unsere Generation oder auch die Generation unter mir, so ich bin jetzt langsam jenseits der 30, wir schauen kein Fernsehen mehr. So, das stimmt. Heißt, wir sind mittlerweile online. Und Twitch hat als Plattform einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile. Und eigentlich übernehmen wir vieles aus dem Fernsehen auf Twitch, weil da halt mittlerweile unsere Zielgruppe ist. Das ist richtig, ja. Sag mal, und dein Anfang, der war aber ja nicht da, dass du dir Themen und Gäste eingeladen hast, sondern dass du bei Minecraft gestartet bist, oder? Das ist 7 Jahre her, aber ja, tatsächlich. Und es gibt immer noch den einen oder anderen in meiner Community, der diese Zeit sogar noch kennt. Also ursprünglich bin ich vor 7 Jahren gestartet mit Minecraft und wir hatten Community-Server und also tatsächlich war damals auch meine Zielgruppe 15 Jahre jünger, also meine jüngste Zuschauerin war 8 Jahre alt. Acht. Und mittlerweile ist meine jung. Zielgruppe Ende 20 im Schnitt, Mitte, Ende 20. War eine wilde Zeit, aber war auch cool, also hat auch Spaß gemacht, aber war einfach eine andere Zeit. So. Und kommt daher auch dein Nickname eigentlich?
Nee, ich hieß damals sogar noch anders. Ich hieß damals Echt? Goldpfote. Und woher kommt dann Freiraumreh? Freiraumreh war so ein Community-Ding. Also Reh war schon immer das Tier, mit dem ich mich so identifizieren konnte. Viel draußen, viel im Wald, viel Ja. unterwegs, aber auch eher schüchtern tatsächlich damals noch. Mittlerweile geht's. Und Freiraum war damals schon so die Art zu arbeiten. Also bevor ich mich mit Streaming selbstständig gemacht habe, war ich im Marketing unterwegs und hatte damals schon sehr coole Chefs, die mir erlaubt haben, von überall zu arbeiten. Das heißt, ich habe viel im Café gearbeitet. Ich saß in München an der Welle, an der Eisbachwelle und habe von dort mit dem Laptop gearbeitet. Deswegen war Cool. Freiraum schon immer Ja. so die Art zu arbeiten und sich zu bewegen und Das hast du dir ja. beibehalten, diesen Freiheitsgedanken. Ich Ja, meine, total. ja, Ja, so also cool. Stream ist schon fest, aber ich bin immer noch viel mit dem Laptop unterwegs. Wenn ich irgendwie Formate vorbereite oder recherchiere, dann sitze ich meistens auch irgendwo, aber nicht zu Hause tatsächlich. So, jetzt bist du gerade umgezogen, also vom Wohnzimmer in ein eigenes Studio oder eigenes Büro. Wie muss man sich das vorstellen? Also, jetzt frage ich nicht für die 80-jährige Nachbarin, sondern für die 8- bis 14-Jährigen, die vielleicht auch gerne mal streamen wollen. Was brauche ich denn dafür? Wie sieht es bei dir aus? Was ist so deine technische Umgebung und wie handhabst du das alles? Was ich als Grundausstattung brauche, ist ein PC oder ein Laptop, der streamfähig ist. Also nicht jeder schafft das von der Leistung her. Da ich aber nichts online spiele, sondern meistens rede, habe ich sehr geringe Anforderungen an meinen PC Das ist ein tatsächlich. großes Glück, ja. Ja, also ich kann auch mit meinem Laptop streamen, das funktioniert Ja, alles. mega gut. Ich habe eine Kamera, mittlerweile eine ziemlich gute. Ich habe ganz viele Jahre, also tatsächlich habe ich bis letztes Jahr mit einer Webcam gestreamt. Das reicht am Anfang auch völlig aus und habe ein Mikrofon. Da gibt es mittlerweile gute Grundsetups von gängigen Marken. Und was ich noch habe, ist ein Licht. So. Und dann habe ich ein paar zusätzliche Gimmicks, wie das Stream Deck, um irgendwie Töne abspielen zu können und Szenen zu wechseln in OBS. Aber die Grundausstattung für Streamer ist so viel einfacher geworden in den letzten Jahren, weil der Bereich so boomt, dass Marken sich darauf spezialisiert haben und wir mittlerweile gerade mit Elgato als Marke, die sich eigentlich nur an Streamer richtet, Ja, allerdings, mittlerweile ja. so Grundsetups, die super easy, die easy sind. Natürlich aber eine Erstinvestition ist. Ich habe nur zwei Bildschirme tatsächlich, die meisten streamen mit drei. Ich habe einen mini kleinen Bildschirm. Ich bin Called einfach, ich habe ja, also ich habe wirklich, würde ich sagen, immer noch so die Basic-Ausstattung. Mein Ja. Schreibtisch ist tatsächlich ziemlich leer, aber das ist so das, was ich meistens brauche. Und das ist jetzt auch das, was du so kurzfristig hast aufbauen können, ne? Weil du bist ja gerade umgezogen und hast nur für uns das Minimum aufgestellt. Sonst hättest du uns auch zeigen können. Vielleicht twitterst du nachher noch Genau. Bilder davon. Das wäre Mache mega. ich gerne, aber Bitte. es ist wirklich nicht viel, ne? Ich glaube, Ist die voll in Ordnung. StreamerkollegInnen, die werden mich da auslachen, muss ich gestehen, weil ich Ach, immer so, also Quatsch. ich bin wirklich sehr basic unterwegs. Ja, aber So. da lacht Ich doch habe, keiner. wobei, ich habe ein, warte kurz, ich habe ein Gimmick, was sicherlich niemand auf seinem Schreibtisch stehen hat. Einen elektronischen Bleistifteinspitzer. Wow, okay, nee, das habe ich nicht. Ja, Okay. das ist mein Luxus Allerdings habe auf ich meinem dazu was. Schreibtisch. Ich liebe gespitzte Bleistifte. Das ist so Gespitzte Bleistifte. Und du mein. schreibst auch tatsächlich, du notierst noch nebenbei und schreibst nicht alles online auf. Ich Also. habe vor 4 Wochen erst meinen Kalender umgestellt. Ich hatte bis vor 4, 5 Wochen einen analogen Kalender zum Mann, das ist Leidwesen wild. meines Managers und habe erst vor Ja. 5 Wochen auf digital umgestellt. Aber Kim, dann hätte ich was für dich hier. Also gestern in einem der Workshops ist ein Controller entstanden mit einem Bleistift. Und diesen Controller kann man in verschiedene Richtungen bewegen. Und je nachdem, wo man ihn hinbewegt, passiert in dem Spiel, was ich gerade spiele, etwas mit dem Makey Makey Set. Und das wäre doch vielleicht neben diesem Anspitzer eigentlich das perfekte analoge Tool. Ein Ich, also, analoger also Wow. das ist jetzt, das ist wirklich kein Mist mehr, aber ich habe wirklich so einen kleinen Kink auf Bleistifte. Ich weiß auch nicht warum. Es ist, Vielleicht solltest du dir ja, finde sowas ich hier sehr überlegen. faszinierend. Ja, Das also ist ich sehe schon. das auch gerade zum ersten Mal. Da müsste man dann Elektroden dran anbringen, ne? Ja, genau. So, Da bringt man ja. so Klemmen an und dann zack, kann man damit Finde ich voll cool. links, Müsste rechts, man noch oben, gucken, unten dass man machen. dazwischen irgendwie welche. Naja, das führt jetzt zu weit, wenn ich jetzt damit anfange. Weil als ich damals mit dem Stream angefangen habe, da hatten wir eben diese ganze Unterstützung technischerweise von Elgato zum Beispiel auch noch nicht. Ja. Ich habe noch Baustrahler bei mir auf dem Rechner stehen gehabt, damit ich Ja. richtiges Licht habe. Also es gab Brutzel. so, ja, ich hatte richtig die volle Dröhnung und ich habe das dann versucht, so mit Papier abzuschwächen. Also es gab da die Möglichkeiten heute und die Zugänglichkeit heute von dem ganzen Thema ist viel, viel besser geworden, das stimmt, Total. ja. Ja.
Sag mal, aber es ist ja nicht damit getan, da irgendwie Technik aufzubauen, sondern die muss ja auch bedient werden und gleichzeitig gesprochen und womöglich auch noch nachgedacht. Und ich glaube, das tust du. Wie kommst du da rein? Also hast du das gelernt oder ist es einfach, du hast irgendwann angefangen und es hat sich so entwickelt? Wie würdest du das beschreiben? Ja, das entwickelt trifft es ganz gut, weil sich die Community auch so mitentwickelt hat. Also das war vor 4, 5, 6 Jahren habe ich mich privat einfach für andere Themen interessiert. Also ich bin politisch noch gar nicht so lange interessiert, wie manche, glaube ich, meinen. Das fing erst so vor 4, 5 Jahren an. Klar, also gerade auch mit Weltgeschehen, Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit und Co. Und war dann ja privat so involviert, da hat sich bei mir super viel getan. Ich war sehr, sehr interessiert in gewisse Themen und wollte das Onstream dann einfach auch verwerten. Also das klingt jetzt sehr privilegiert, fühle ich aber auch. Also ich würde gerne viele, viele Stunden am Tag da rein investieren, mich mit Themen zu beschäftigen, von Menschen zu lernen, Politikgeschehnisse nachvollziehen und Co. Und lebe jetzt in dem Luxus, dass ich die Dinge, die mich interessieren, mit einer Community teilen kann. Und auch wenn ich mal von was nicht Ahnung habe, dann arbeiten wir uns in die Themen auch on-stream mit ein. Und das hat sich jetzt so über die letzten 4, 5 Jahre entwickelt tatsächlich. Ich hatte zwischendrin ein Jahr, wo ich gar nicht gestreamt habe, wo das privat bei mir richtig überhand genommen hat und ich super viel gelesen habe und mich sehr viel für Dinge interessiert habe. Und dann habe ich wieder angefangen zu streamen. Und das war so die Zeit, wo das auch auf Twitch angefangen hat mit viel Politik und Nachhaltigkeitsthemen und Co. Und das war gerade, ich glaube, ich war dann bei meinem Wiedereinstieg in Streaming nach einem Jahr, war ich zur richtigen Zeit einfach da. Und die Leute haben sich interessiert und auch alte Leute haben sich quasi mit mir umgestellt und sind in diese Themen mit mir reingegangen. Das war so eine Entwicklungssache. Ja, so ein richtiges, aber also es ist echt schön, so eine Entwicklung. Ne? Ja. Würdest du sagen, das gab irgendwann so einen Knick, dass die Leute, die groß geworden sind im Streaming, irgendwann auch die Themen verschoben haben? Also einmal aus persönlichen Gründen, weil sie vielleicht einfach zu viel gemacht haben das zu privat und zu eng wurde und sich dadurch irgendwie alle weiterentwickelt haben? Oder gibt es andere Gründe? Das ist so, ich empfinde das zumindest so, dass es so einen Bruch gab gerade. Ja, wir sind halt auch alle älter geworden, das darf man nicht unterschätzen. Und ich meine, wie du schon sagst, du hattest da eine Zeit, in der du dich abgeschottet hast und dann weiterentwickelt hast. Und dann ist eben auch die Frage, hat sich die Community mitentwickelt oder ist es einfach nur so ein Sprung, den wir gegangen sind in unserer Altersgruppe? Hast du da irgendwie so einen Einblick? Was meinst du? Wann liegt das? Ich glaube, das sind mehrere Parameter. Also erstmal, ich will keinen am Karren fahren, aber ich glaube, viele haben sich gar nicht weiterentwickelt. Also wir haben viele Streamer, die auch immer noch das machen, was sie vor 4, 5 Jahren machen, was gar nicht schlimm ist. Aber dieses Großwerden war auch ein großes Pandemie-Ding einfach. Also wir als Streamer sind themenunabhängig Gewinner der Pandemie, so makaber das klingt. Stimmt. Also die Leute, die mich schauen, ich bin morgens, ich streame auch noch morgens und bin trotzdem erfolgreich damit, weil die meisten im Homeoffice sitzen. Ja. So, also ich bin definitiv, also klar durch meine Themen und man kann mich gut anschauen, aber ich bin erfolgreich geworden durch die Pandemie. So. Und das ging ganz vielen so. Ja. Und diese Themen sind einfach aktuell Trendthemen. So, ich beschäftige mich seit 6 Jahren mit Minimalismus, dann kam Nachhaltigkeit, Veganismus und das Ganze. Und mittlerweile sind das schöne Trendbewegungen, die hoffentlich noch sehr, sehr lange anhalten. Aber es ist einfach gerade, es sind gerade Themen, die Leute interessieren und die ankommen und mit denen man auch einfach groß werden kann aktuell, glaube ich. Ja. Ja. Aber Hauptpunkt ist die Pandemie, meiner Meinung nach. Also das war, da haben wir einfach wahnsinnigen Zuschauerzuwachs bekommen. Das war ein großer Sprung, ja. Und viele haben sich dann auch selber orientiert und haben gesagt, hey, ich kann was Ähnliches machen. Ich hatte auch viele Bekanntinnen und Freunde, die auch angefangen haben, nur deswegen zu streamen, weil sie dann auch die Zeit und die Energie da rein investieren konnten. Ja. Was mich dann auch interessieren würde, und das ist auch ein ganz persönliches Interesse, gerade bei den Themen, die du bewegst und die du wählst, gibt es ja, wie du schon sagst, so eine Entwicklung und das Interesse dafür. Wie packst du das an? Also, weil es so viele Ansätze gibt. Ne? Und ich meine, ich habe auch in meinem Stream schon gerantet über Dinge und ich habe da auch viel Meinungsmacher auch betrieben und auch viel polarisiert. Das ist ja auch immer noch etwas, was uns im Grunde positiv zuspricht, dass wir sowas machen können, dass wir ein Sprachrohr haben und eine Plattform. Wie gehst du da mit diesen schwierigen Themen, die du ja auch bewegst, um? Weil ich weiß ja, dass du auch ganz viel betroffenen Streams und derlei machst. Und das ist ja keine leichte Arbeit, ne?
Wie gehst du da so ran? Also bei den betroffenen Streams suche ich gerade tatsächlich noch ein Doing. Also grundsätzlich Ausgleich, fangen wir, glaube ich, mal da an. Ja. Ich habe super viele Themen, mit denen ich mich täglich beschäftige. Ich habe 2 Off-Tage die Woche, das ist Freitag und Samstag eigentlich, wo ich tatsächlich, also ich habe Twitter nicht mehr auf dem Handy. Gut, das sollte ich auch machen. Ich nutze sie bewusst, also Twitter ist bei mir voll mit JournalistInnen und Leuten, die viel aus der Ukraine berichten, viel aus dem Iran, und es sind einfach Themen, die dich auf Dauer belasten, und ich finde es sehr wichtig, mich damit zu beschäftigen. Ich finde es sehr wichtig, auf dem Laufenden zu sein, wie zum Beispiel Dinge im Iran sich gerade verändern, aber ich nehme mir bewusst 1-2 Tage komplett Off-Zeit, wo ich mich auch zwinge, zum Beispiel nicht auf Twitter zu schauen oder in den Listen zu springen. Also ich arbeite auf Twitter sehr viel mit Listen. Das heißt, ich habe eine Liste angelegt, wo Politik und Journalismus drauf ist. Und wenn ich eins nach rechts swipe, dann sind da nur die ganzen CreatorInnen, also alle KollegInnen, die nicht aktiv darüber twittern. Das heißt, an diesen Off-Tagen bin ich auf Twitter, aber schaue bewusst nicht in die Politikrichtung. Das ist das Erste. Dann habe ich dieses Jahr einen Ausgleich für mich gefunden. Ich glaube, da muss jeder finden, was ihm am besten tut. Das ist bei mir tatsächlich weit raus im Grünen, ist eine Ranch, das ist meine kleine Oase, da stehen ein paar Pferde. Das heißt, ich gehe 2-mal die Woche Pferde kuscheln und da ist kaum Internet. Das ist schön. Das ist richtig geil. So, das ist wirklich unendlich gut. Und was ich jetzt mit den betroffenen Streams, die du gerade angesprochen hast, gelernt habe, ist, meine Grenzen nicht zu überschreiten. Ja. Also ich mache sehr, sehr viel selbst. Ich habe aber 2 Menschen im Hintergrund. Das ist meine beste Freundin, die Dori, und mein Mitarbeiter, der Jessin, mein Kollege. Die nehmen mir sehr, sehr viel ab. Jessin macht zudem noch viel Recherchearbeit. Und bei den betroffenen Streams kam ich an meine Grenze, sodass ich gesagt habe, so, ich kann das aufnehmen, ich schreibe mit den Leuten, ich nehme die erst auf und hole die ab. Aber zum Beispiel habe ich keine Texte mehr eingelesen. Also bei den betroffenen Streams zur Erklärung gab es zum Beispiel Menschen, die Gewalterfahrungen geteilt haben, und die schreiben dann schon 1, 2, 3 Seiten. Und letztes Jahr habe ich es noch so gemacht, dass ich sie live on stream vorlese. Das war ein Riesenfehler, das habe ich kaum geschafft. Ja. Und jetzt ist es so, dass externe Leute mir diese Texte vertonen und ich das einfach nicht mehr alleine machen muss. So, das war so eine Grenze. Ja. Das ist total verständlich. Und auch eine gute Grenze, ne? Also gerade so Grenzen aufzubauen, besonders wenn es darum geht, mit Persönlichkeiten und persönlichen Geschichten auch umzugehen, ist, und gerade bei betroffenen Geschichten ist es ja total wichtig. Wie geht deine Community damit um, dass du diese Grenzen aufbaust? Und wo merkst du, dass diese parasoziale Verbindung, die da entsteht, die wir immer wieder thematisieren müssen auch, weil Menschen uns natürlich angucken unbedingt und uns kennen und der Meinung sind, sie könnten uns alles entgegenwerfen, was sie bedrückt. Wie gehst du da mit der Grenze, die du selber ziehst, um? Und wie gehen die Menschen, die dir das entgegenbringen, damit um? Kannst du da so einen Einblick geben vielleicht? Ja, ich habe witzigerweise vor 2 Wochen auf der Polaris ein Gespräch gehalten mit einer Kollegin, mit der Lena, über parasoziale Beziehungen. Ja. Und finde das ein ganz schwieriges Thema bei uns auf Twitch, weil wir so kleine Stars sind, aber sehr viel nahbarer. Man kann mit uns schreiben und alles. Und ich sehe es ganz, ganz kritisch und sehe da auch bei KollegInnen ganz schwierige Dinge, die getan werden auf Twitch. Ich thematisiere das einfach. Also meine Zuschauer, würde ich behaupten, wissen, was parasoziale Beziehungen überhaupt sind. Ja. Wir haben definitiv eine parasoziale Beziehung. Da kommt man nicht drum herum, wenn man vor der Kamera sitzt. Und ich beantworte auch nach wie vor jede Instagram-Nachricht, was mein Partner sehr kritisch sieht und sagt, dass das ist auch ein Aufbauen von... Das stimmt. Ich kann es noch nicht anders so. Ich muss auf alles antworten. Ich kriege auch unendlich viele schöne Nachrichten. Ja. Da baue ich auf, und onstream thematisieren wir es ständig. Und ich sage immer wieder, ihr kennt mich nicht. Wir sind keine Freunde, wir sind keine La Familia oder irgendwas, wir haben keinen Community-Namen. Ich stelle schon sehr bewusst on-stream eine Grenze her und schreibe auch Grenzen in Nachrichten. Also zum Beispiel hatte ich nach den betroffenen Streams Menschen, die mir dann nochmal ihre Geschichte erzählt haben, wo ich dann geschrieben habe, hey, ich gebe dir eine Möglichkeit, das einzuschicken, damit das auf die Webseite nochmal hinterher kommt, aber ich bin niemand, bei dem du dein Trauma einfach abladen, dem du das einfach schreiben kannst, weil so nah stehen wir uns nicht. So. Also ich glaube, immer wieder diese Grenzen zu ziehen einfach. Ja, und sie auch immer wieder eindeutig zu machen. Ne? Ich denke, das ist auch ein gutes Ding. Vielleicht
Als Erklärung, das mit der parasozialen Interaktion kommt von der Polaris. Da habe ich zugehört und dachte so, hä? Das ist doch, das, was du ansprechen das, musst. Das hatte ich doch in meinem Studium und da ging es ums Fernsehen. Und in der Medienforschung, so in den 80er, 90er Jahren, wurde viel von parasozialer Interaktion gesprochen, um zu erklären, was Kinder und Jugendliche machen, wenn sie ferngucken zum Beispiel oder Nachrichten sehen. Und dass sie in diese Interaktion eintreten, ohne aber natürlich eigentlich direkt was zurückzubekommen, sich trotzdem ihre Welt mit ihren Stars oder mit ihren Lieblingsfiguren aufbauen. Und das ist sehr interessant, weil das ist natürlich ein Wechsel in dem, wie eigentlich so Streaming aufgebaut ist. Also da denke ich immer so, ach, da muss ich eigentlich in der Schrankwand von Kim, müsste ich jetzt schon sehen können, was sie eigentlich liest und vielleicht erhasche ich auch einen Blick irgendwie in ihre Küche und so weiter. Also diese starke Privatheit, auf der das Ganze ja eigentlich mal aufgebaut war, schwindet so allmählich oder zumindest jetzt bei dir ausdrücklich so, was ja tatsächlich auch wichtig ist. Fand ich sehr spannend, dass du den Begriff auch so verwendest. Ja, und dann natürlich auch jetzt mit dem Rausziehen ist natürlich auch wieder so eine neue Grenze, die du aufbaust, ne? Mit einem Büro und das ist eine Professionalisierung von Space. Wollte ich gerade sagen, ja. Also mich hat es jetzt lange gestört, ich habe auch kein Streamingzimmer oder so gehabt, sondern ich saß in meinem Wohnzimmer und das hat mich schon massiv gestört tatsächlich. Ja, verstehe ich total. Also das jetzt abzugrenzen und zu sagen, ich gehe ins Büro morgens und danach lasse ich euch auch wieder zurück, das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es nämlich bei uns, also bei mir zu Hause ist es mein Büro, in dem ich sitze und ich habe so eine Ecke und seitdem ich Homeoffice mache und in meinem Day-to-Day-Job jeden Tag in diesem Raum sitze, fällt es mir massiv viel schwerer, den Stream anzumachen, weil ich mich nur von einem Schreibtisch zum anderen bewegen müsste und das macht es für mich fast unmöglich, nicht das Gefühl zu haben, ich würde den ganzen Tag in diesem kleinen Zimmer arbeiten, in dem dann ja auch noch mein Mann mit drin sitzt. Ne? Das ist echt tatsächlich, also die räumliche Trennung ist sehr klug, habt ihr klug gemacht. Ja, finde ich auch. Wir haben uns auch sehr darüber gefreut. Also allein abends wieder nach Hause zu kommen und so einen Feierabend zu haben in den Wänden, geil, in denen man nicht arbeitet, ist schon geil. Ist schon echt gut. Ja. Wie sieht es denn aus so mit deinem Tagesablauf bisher? Also wie unterteilt sich dein Tag in das Streamen, das Vorbereiten, das Nachdenken? Muss ja auch irgendwie sein. Auch Recherche und mal drüber nachdenken, was man so sagt. Ist der irgendwie, also du hast schon gesagt, so, du hast zwei Off-Tage. Wie sind die anderen Tage strukturiert? Dafür, dass du Off-Tage hast, musst du dann 20 Stunden arbeiten? Nein, oh Gott, das ist nicht mehr so. Das habe ich früher habe ich sehr viel mehr gearbeitet. Ich glaube, es ist sehr langweilig, glaube ich, und sehr unbefriedigend, die Antwort. Ich habe einen sehr gesunden und gesunden Schlafrhythmus im Vergleich zu meinen KollegInnen. Also für jeden gesund in seiner Art. Ich streame halt vormittags, die meisten streamen abends bis in die Nacht. Ja. Das heißt, ich gehe um 11, halb 12, 12 schlafen und stehe um spätestens 7 Uhr auf. Also ich bin super langweilig, dass das betrifft. Ich streame morgens so 4-5 Stunden. Danach mache ich E-Mails und habe meistens vorm Stream noch 1-2 Meetings um 8 und 8.30 Uhr. Die Leute leiden sehr unter mir, weil sie sehr früh mit mir Meetings machen müssen. Super. Ich finde das auch gut. Dann habe ich meistens noch mal nachmittags 1-2 Meetings und Besprechungen mit meinem Team. Und da werden, also wir haben quasi ein Arbeitstool. Wir arbeiten mit Asana, wo wir uns quasi organisieren. Und dann ist nachmittags meistens Recherche, wo ich dann auch manchmal ins Café gehe und im Café was gucke und bereite vor und schreibe E-Mails. Also vormittags Stream, nachmittags alles, was Büro ist. Also tatsächlich super normal, glaube ich. So normal 9-to-5 fühlt sich das fast an. Was mich dann noch... 9-to-7? Nee, 7 startet. So 7-to-5. Naja, also morgens produktiv sein. Ja. Und ich meine, du hast dann ja auch die Streams, die bleiben dann ja nicht nur auf Twitch, sondern du packst sie dann ja auch noch bei YouTube nachvollziehbar mit in die Channel. Hast du da rein technisch gefragt, hast du da mehr Aufmerksamkeit darauf, dass die Leute das nachher wieder gucken? Oder ist mehr Interaktion und Action morgens im Stream? Hast du da Twitch ist schon eine Hauptplattform. Also Twitch ist Hauptplattform, die mir auch am wichtigsten ist, weil ich eben den direkten Draht habe, Videos aufzunehmen, finde ich irgendwie, also bin ich noch nicht, fühle ich mich nicht so. Also gerade dieser Live-Chat, den wir auch auf Twitch haben, ist das, was es interessant macht. Und wir probieren YouTube aufzubauen, weil also rein von der Business-Seite und der Existenzangst-Seite bin ich aktuell von Twitch abhängig. Ich habe nicht wie andere noch ein großes YouTube aufgebaut oder ein großes Instagram, das habe ich einfach nicht. Ja. Das heißt, wir probieren gerade die YouTube-Kanäle ein bisschen aufzuarbeiten und dort einen Mehrwert auch zu bringen. Das macht allerdings alles Dori, also da sitze ich nachmittags nicht noch dran, da bin ich völlig unabhängig von.
Ja, aber Twitch ist schon nach wie vor so die Hauptplattform, die auch am meisten einfach Spaß macht. Ja, bist du denn schon so von klassischen Medien angesprochen worden? Weil es sind ja so zwei Richtungen, aus denen man dich eigentlich anfragen könnte. Entweder so aus der journalistischen Perspektive, die klassischen Magazinsendungen oder Funk oder ähnliches. Oder deine Frühaufsteherei würde ja auch so Morningshows im Radio geradezu reizen, dich zu fragen. Kommen solche Anfragen an dich? Und wie bringt dich das zum Nachdenken? Ja, ich muss überlegen, was ich sagen darf. Also ja, genau, da kommen einige Änderungen. Da kommen einige Änderungen, jetzt sind wir wieder da, jetzt hast du uns festgefahren. Ich weiß, dass gewisse Sender Interesse an Twitch haben, sagen wir es mal ja, so. Ja, ja, natürlich. Ich habe aber kein Interesse an denen, um ehrlich zu sein. Also Radio ist spannend, aber nicht ja. mein Medium, weil ich sitze gerne vor der Kamera. Und gerade Sender wie, also das sind wie Netzwerk Funk, öffentlich-rechtliche und Co. Machen mich abhängig. Also ich glaube nicht, dass die Funkkanäle nicht unabhängig sind, so will ich es gar nicht sagen, aber du hast natürlich immer ein Dach drüber, mit dem du dich absprechen musst. Und also ganz hart gesagt, ich verdiene genug Geld, mir zwei MitarbeiterInnen leisten zu können. Die reichen mir, um meine Talkstreams aufzubauen. Ich sehe aktuell, vielleicht ändert sich das in einem Jahr, aber ich sehe aktuell keinen Grund dahinter, nicht mich abhängig zu machen von einem Sender. Also ja. ich würde Kanäle dazu bekommen und ich weiß, dass Funk die Creator auch wahnsinnig unterstützt hintenrum mit Kontakten und Co. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir gerade irgendwas fehlt. Also es ist gerade alles so geil. Ich möchte das weiter aufbauen. Das und ist so der schön. Cut mit Öffentlich-Rechtlichen wäre gerade zu hart. Vielleicht in ein, ja. zwei, drei Jahren. Vielleicht sehe ich da irgendwann Sinn drin, aber aktuell sehe ich das noch nicht. Ich finde es aber gut, wenn die sich für Twitch interessieren. So, also der, ja, ich glaube, der Ernst der Lage ist denen durchaus bewusst. So, für mich ist es aber aktuell noch nicht spannend. Nee. Und aber auf der Bühne bist du gerne, oder? Ja, sehr gerne. Moderation macht mega Spaß. Ja, das stimmt. Ja, Moderation ja, macht gerne. Mega Spaß. Hey, Lina. Hallo. Nee, das stimmt. Das ist aber auch etwas, wo man so reinrutscht gefühlt. Ne? Du fängst an, setzt dich mit deinem Rechner alleine in dein Zimmer und fängst irgendwie mit kleinen Game-Streams an. Ja. Und dann plötzlich hast du die Aufmerksamkeit und du hast plötzlich eine Community, du merkst, dass du gehört wirst. Und dann ist es ganz natürlich, dass man auch lernt, wie man moderiert, aus der Sache heraus. Was man aber trotzdem ein bisschen lernen muss. Also es ist nicht so, dass man sich dass es jeder kann. Ne? Gerade auch das auf der Bühne sein und sich bewegen ist nochmal was anderes. Stimmt schon, da braucht es ein bisschen was für. Absolut. Ja, also das ist ja auch so, wenn du Leute anfragst, die Bühnenmoderation machen, sind zum Beispiel die Radioleute ziemlich gut, weil die es immer schaffen, zuzuhören. Ja. Und auf das Auditive sozusagen zu achten. Dafür haben sie manchmal nicht so eine Präsenz, aber dieses was aufnehmen, weitersprechen, auch wenn vielleicht gerade eine Lücke entsteht und so, das lernt man. Aber ich glaube, das lernt man beim Streamen auch ziemlich gut, oder? Vor allem, wenn man gemeinsam streamt. Ne? Du machst das oft, also dass du dir viele Leute zusammenholst und dann so Talk-Streams machst, oder? Ja, so oft es geht. Also mit so vielen hatte ich jetzt noch gar nicht so viele, weil das immer sehr schwer ist zu timen. Ich glaube, Interviews ist so das Angenehmste, was wir auch jetzt am häufigsten hatten, wo ich mich auch sicher drin fühle. Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Moderationsfähigkeit haben, aber ich merke auch, dass sehr viele Skills fehlen zu jemandem, der einfach ausgebildet ist. So. Also gerade größere Runden zu moderieren mit 4, 5 Menschen, also dieses Jahr die Battle zu moderieren mit 3, 4 Spitzenpolitikern, PolitikerInnen, fand ich sehr schwer, muss ich sagen. Also da habe ich gemerkt, okay, da fehlen mir gewisse Skills einfach. Das hat Spaß gemacht und es war geil, aber da fehlt noch was ich unbedingt auch aufholen will. So. Also es gibt einfach einen Grund, warum Moderator ein Beruf ist und das nicht einfach mal so von einem Streamer übernommen werden kann. Das stimmt, ja. Hast du recht. Ja. Hätte ich jetzt auch gerade zugestimmt. Ich war immer noch so beim Überlegen, wie diese Konzepte, also vielleicht wirkt es sich ja auch irgendwann aus, dass wir so eine gute Streaming-Community haben, die sich mittlerweile auch mit Themen und mit politischen Themen, gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen und dass sich das auch vielleicht auf die Bühne irgendwann überträgt, weil eben eine Diskussionsrunde mit 5 PolitikerInnen ist auch, war noch nie so, dass das einfach war zu moderieren, weil es da natürlich so festgelegte Rollen und Rollenbilder gibt, die man auch ganz schwer nur auflösen kann in der Moderation. Und vielleicht ist das ja auch eine Chance, solche Sachen mal zu verändern.
Ja, und vor allen Dingen sind wir dann ja auch, und das darf man auch nicht vergessen, die nächste Generation auch an Kompetenz und auch an Medienkompetenz, die sich selbst gefunden hat in dem neuen Medien, in dem wir uns bewegen können. Und auch da sind ja auch Podcasts so ein Ding. Na? Oh ja. Ja. Hast du einen Podcast, Kim? Ich habe einen zusammen mit der lieben Shoyoka, zusammen mit der Pia, der auch jetzt wieder startet nächste Woche, endlich. Also die letzten 3 Monate waren sehr viel Messen und Gedöns. Und ich habe einen, also ich bringe meine Talks tatsächlich als Podcast, weil das gewünscht wurde, damit man das nebenher einfach beim Autofahren hören kann. Ja. Die sind aber nicht extra für Spotify oder irgendeinen Anbieter aufgenommen. Die Podcasts mit Pia sind bewusste Podcasts. Also wir werden da auch einen kleinen Videopodcast draus machen, um andere Plattformen mal so stückchenweise bespielen zu können, wie Instagram, Reels und TikTok. Aber so richtig Podcast habe ich mit Pia tatsächlich einen wöchentlichen zusammen. Genau. Ja. Schon, man muss sich auch so ein bisschen die Plattformen so offen halten. Ne? Also sich auf eine Sache zu versteifen, hast du ja gerade eben schon gesagt, sich abhängig zu machen von einer Plattform, kann auch schief gehen. Lernen wir gerade auf Twitter, unabhängig davon. Oh ja, oh nein. Unabhängig davon ist es natürlich auch wichtig, dass wir anderen eine Plattform geben. Bedeutet, falls ihr Fragen habt dort im Chat, also wir lesen die ganze Zeit mit und wir interagieren ja auch mit euch. Falls ihr Fragen habt an Kim, dürft ihr die gerne stellen, respektvoll bitte. Und dann übertragen wir das direkt für Kim, damit sie da darauf antworten kann. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, mach du mal eben weiter. Genau, Fragen aus dem Publikum. Also wenn jetzt hier wieder die SchülerInnen der letzten Tage sitzen würden, würde die erste Frage war an 3 Tagen immer, und wie viel verdient man da? Und wie war die Antwort jedes Mal? Will man darüber reden? Nein. Eben. Würdest du darüber reden, Kim? Doch, eigentlich müssen wir darüber reden. Ja. Also im Streaming-Bereich verdient man einfach sehr unterschiedlich. Von 100 Euro bis 100.000 im Monat. Und 100.000, glaube ich, reichen noch nicht mal. Das stimmt. Ich glaube, man muss einmal klarstellen, dass man in dem Bereich unendlich viel Geld verdienen kann, dass das aber eine Handvoll in Deutschland nur tun. So. Wenn es um mich persönlich geht, ich habe eine GmbH, also ich habe eine Firma dahinter, und ich finanziere 3 normale Gehälter. Also ich zahle mir jetzt, also tatsächlich zahle ich mir jetzt seit diesem Monat zum ersten Mal überhaupt was aus. Ich habe mir ganz lange einfach gar nichts ausgezahlt. Sehr gut, Kim. Ja. Ist jetzt endlich mal der Zeitpunkt. Endlich darfst du dir Gehalt zahlen. Was zu essen. Juhu. Und witzigerweise habe ich heute Morgen erst, weil ich den Vertrag von meiner Mitarbeiterin auch umschreiben muss, reingeschaut, und Dori ist tatsächlich seit 3 Jahren bei mir angestellt. Krass. Worauf ich sehr stolz bin. Ja, ist richtig. Kann man sein, ich habe auch gedacht, krass. Ja, wie Zeit auch so fliegt. Und, ne? Ja, und dafür reicht es so. Also es kann nicht wenig sein, sage ich mal. Also, aber es ist natürlich immer so im Nacken, es reicht und die Monate laufen gut, aber wir arbeiten auf Auftragsbasis quasi. Das heißt, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich 1-2 langfristige Partner habe, die mich finanzieren über den Stream. Das haben aber die wenigsten Streamer. Also gerade im Gaming-Bereich ist es so, dass man viele Placements hat. Das heißt, man streamt 3 Stunden für ein Game, für einen Publisher und wird dafür bezahlt. Und dann arbeitet man quasi eigentlich von Monat zu Monat. Das heißt, die Existenzangst, dass, also wenn du krank bist und ausfällst, dann kommt auch automatisch wirklich gar nichts mehr rein. Das ist schon immer so im Nacken. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, und gerade dieses von Monat zu Monat arbeiten, und das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern, ist so die Krux dabei. Ansonsten reicht es seit längerem jetzt für 2-3 Gehälter. Also so wenig ist es nicht, was ich mit meinem Stream verdiene. Und das ist dann ja auch gleichzeitig dahinter der Gedanke bei dem ganzen Aufgebot an Themen und der Vielfalt an Dingen, die du machst, kann man das ja auch kaum alleine schaffen. Das ist ja auch etwas, was immer wieder vergessen wird, wie viel Mehrarbeit dahinter steckt. Beim Stream ist es immer so, dass ich gerne daran erinnere, das ist aktuelle Zeit, die man da verbringt. Du machst das Ding an und dann bist du die Zeit im Stream, und in der Zeit kannst du nichts anderes machen außer das, und das muss sich dann schon so sehr lohnen, dass, weil das ja auch viel Arbeit ist und weil man da ja auch mehrere Stunden dran sitzt, dass da hinten dann genug rauskommt. Und alles, was da an Mehrarbeit drin steckt, wie Self-Promotion, Bearbeitung von irgendwelchen Highlight-Videos und so, das wäre dann ja noch extra on top. Bedeutet, das ist ja kaum möglich, wenn man dahinter kein Team hat. Und wir sehen das ja in der Professionalisierung unserer KollegInnen, die oftmals dann auch, wie du das selbst gemacht hast, große Firmen aufbauen. Ne? Also es ist nicht so, als könnte man das immer alles alleine stemmen.
Und ab wann war der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du das, was du vorhast und was du machen willst, nicht mehr alleine machen kannst und Hilfe brauchst? Das hat sich auch eher so ergeben. Also meine beste Freundin hat gemeint, also tatsächlich war es eher umgekehrt. Also Dori kam auf mich zu und hat gemeint, es ist cool, was du machst. Ich habe gerade nichts zu tun. Wie sieht es denn aus? Und man muss auch einfach dazu sagen, dass Dori locker ein Jahr ohne irgendwas so nebenher mir immer zugearbeitet hat, ohne dass sie dafür Geld bekommen hat. Darf man das sagen? Das ist schon 4 Jahre her. Nee, das darfst du sagen, weil das ist auch ein Freundschaftsdienst, ne? Darf man auch nicht vergessen, wenn man gemeinsam an so einem Projekt sitzt. Das ist schon so ein Ding. Also klar war es ein Freundschaftsdienst, aber es war auch so ein Jahr, was halt, also fühlt sich halt schon scheiße an. Ne? Ja, also, gut, dass ihr das nicht mehr habt. Gut, dass wir das nicht mehr haben. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie das unsere Freundschaft nicht belasten konnte, aber es hat es zugegebenerweise nicht. Ich wurde in Umarmung bezahlt, schreibt sie gerade. Ja, das ist so der Vibe von Dori. Ich hatte da sehr viel Glück. Also überhaupt jemanden anzustellen, war eigentlich nie geplant. Ja. Dori war so die Erste und Dori hat sich in alle Themen eingearbeitet und dann war irgendwie klar, das und das und das kann sie übernehmen. Okay, die und die Stunden braucht sie und wenn das Geld da ist, wird sie angestellt und das war dann halt vor 3 Jahren. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Anstellung. Und Jessin ist bei mir Werkstudent auf Minimum 10 Stunden in der Woche. Das war einfach, da habe ich gesagt, es wäre doch geil, jemanden zu haben, der mir Dinge recherchiert, für die ich keine Zeit habe und mit mir diese Themenstreams plant. Ja. Also so wie ich arbeite, ist eigentlich sehr wenig lukrativ und eigentlich ziemlich dumm tatsächlich. Also in unserem Bereich streamt man eigentlich viele, viele Stunden, egal was, und meistens funktioniert. Aber das Geile, was wir halt mit der Community machen können, ist wirklich Leute einzuladen und Leute, die ich schon immer spannend fand, einzuladen und zu interviewen. So. Und das ist halt so der Reiz an dem, wie ich streame und was mir Spaß macht. Und Jessin war quasi diese Ergänzung, der weiß, wie man recherchiert aufgrund seines Studiums, der interessiert sich für unglaublich viele Themen. Der bringt bei uns nochmal ganz andere Einblicke mit rein, mit seinen Lebenserfahrungen. Und der war dann irgendwie, der verlässt uns leider nächstes Jahr im August. Das wird schwer, den zu ersetzen tatsächlich. Das war, also im Team zu arbeiten, ist einfach so viel schöner als alleine, weil ich dann nicht mehr nur mit meinem eigenen begrenzten Horizont arbeite, sondern so Menschen on top reinkommen. So, das ist eigentlich das Geile. Und die beiden sind da halt eine super Ergänzung. Und wenn ich könnte, würde ich auch noch jemand einstellen, der noch eine Perspektive reinbringt und es uns halt einfach einfacher macht. So. Ja, und du beschreibst ja auch so etwas, was im Team halt so wichtig ist, dass man nicht arbeitet, um zu arbeiten. Also das natürlich, klar, ihr wollt irgendwie am Ende was herstellen, aber genau das steht im Vordergrund. Ne? Das Projekt steht im Vordergrund. Und nicht, dass jeder irgendwie seine Stunden abreißt oder die Stechuhr. Ja, auch gemeinsam Moment, wissen, wofür man das macht. Genau. Ja. Und das macht es natürlich sehr spannend. Ja. Aber das ist schon Luxus. Also das ist schon, also wir haben halt diese Freiheit, so zu arbeiten. Und ich habe das Glück, dass ich Menschen habe, die sich dafür auch interessieren, für diese Themen. So, das ist schon krasses Privileg auch, ne? Ja, ich finde es ganz spannend, wie du das machst, dass du dieses Privileg, das du ja auch anerkennst und auch immer wieder benennst, dann nutzt für etwas, was über das hinausgehen wird, was ihr jetzt gerade macht. Also die Themen, denen du und dein Team, denen ihr eine Plattform gebt, sind halt auch zukunftsträchtig und dann auch oftmals nachhaltig. Ist eine persönliche Leidenschaft, dass du das so machst? Und ist das so ein Gefühl, dass du das aus deiner Moral heraus so transportieren willst? Ja, ich glaube, das ist sehr egoistisch tatsächlich eigentlich. Also warum machen wir Gutes so? Warum geben wir einem Obdachlosen Geld oder warum spenden wir? Also ich bin der festen Überzeugung, ich weiß, dass es sehr altruistische Menschen gibt. Ich glaube, ich bin das nicht. Also ich gehöre da tatsächlich, glaube ich, einfach nicht dazu. Also alles, was ich tue, was nach außen hin für Gutes steht, tue ich, glaube ich, für mein Gewissen. Also ich habe zeitweise einen sehr tiefen Weltschmerz, muss ich sagen. Also auch wenn ich Bilder aus dem Iran sehe, dann tut mir das einfach weh. Und darüber zu reden und das wenigstens mit meiner Reichweite zu teilen, ist, glaube ich, nichts Selbstloses, sondern etwas sehr Egoistisches tatsächlich eher. Also alles, was ich arbeite und was ich tue, beruhigt meine Seele und mein Gewissen, so hart es klingt. Es tut gut, die Reichweite für was Sinnvolles zu nutzen und es tut gut, das Geld für was Sinnvolles zu nutzen, was wir einnehmen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine sehr ernüchternde Antwort, nämlich, dass es einfach
meinem Kopf gut tut und ich dann darüber diese Dinge auch irgendwo verarbeiten kann. Ich weiß nicht, ob das selbstverständlich ist, aber ich glaube, es ist was total Egoistisches und Selbstsüchtiges, um ehrlich zu sein. Ich finde das schön, dass du das so framest, weil es natürlich einer der Dinge ist, über die man sich irgendwie klar sein muss, wenn man mit solchen Themen anfängt und die sich dann ja auch zu Herzen nimmt und dann das in der Öffentlichkeit so weiterträgt. Also da kann man schon fast etwas Altruistisches draus nehmen, nur dass du sagst, ich bin so ein Egoist, ich möchte das gerne für mich selber machen. In dem hast du ja dann auch gleichzeitig einen Impact auf das, auf die Community, die du dann beeinflusst. Ich finde auch, also ja. Nein, ich finde, also ich weiß nicht, ich möchte da gar nicht für andere sprechen, aber ich sehe es auch in meiner Verantwortung. Also ich bin jetzt kein Rieseninfluencer, aber wir erreichen halt täglich schon, also mit einem Stream erreiche ich schon meine 15.000, 20.000 Menschen. Und ich sehe wenig Sinn da drin. Ich sehe für mich persönlich, ich möchte gar nicht für Twitch sprechen, es bezieht sich wirklich, ich möchte kein schlechtes Gewissen, es bezieht sich nur auf mich. Ich sehe ganz wenig Sinn mehr da drin, zum Beispiel Gaming zu streamen mit meiner Reichweite. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir diese Ausgleichsstreams und alles haben. Ja. Ich für mich persönlich fühle die Verantwortung, Dinge zu teilen von Menschen, die wenig Sprachrohr haben, um es abzukürzen. Ja, klar. Also gerade dieser Verantwortungspunkt ist ja immer wieder einer, über den ich auch mich schon ausgelassen habe, weil ich das ähnlich empfinde wie du. Wir haben mit einem besonderen Sprachrohr und einer Plattform eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die wir beeinflussen. Und diese Verantwortung zu verstehen, gehört für mich zu einem der Grundkonzepte dafür, dass wir diese Plattform behalten dürfen und auch halten dürfen. Und ich glaube, da muss noch viel gelernt werden, auf allen Seiten, auch auf unserer, besonders wenn es auch dann um persönliche Grenzen geht. Und dann wieder, und darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, über wie nah darf so ein Thema an mich ran, wie sehr darf es mich beeinflussen in meinem Leben, und gerade bei den Themen, die du ja auch gerade angesprochen hast, wie die Bilder aus dem Iran oder eben die Kriege, die auf der ganzen Welt passieren, geht einem das schnell ins Herz, also kann man nicht anders sagen. Und trotzdem, wenn ich nochmal so profan, also einmal zum Thema Gaming und Fragen von Jugendlichen übergehe, dann sind das ja so. Also der Einstieg ist ja das Gaming oftmals. Ja, und natürlich, weil es am einfachsten ist. Auch für Stream und so weiter. Ja. Und, eine Frage, die bei Jugendlichen immer wieder auftaucht, ist dann zum Beispiel, und was sind deine Lieblingsspiele? Und was sind deine Lieblingsspiele? Was sind denn deine drei Lieblingsspiele? Top 1, aktuell, also ich muss dazu Spielst sagen, du noch? Ich zocke privat. Also tatsächlich war auch ein großer Punkt des neuen Büros, dass ich wieder heimkomme und wieder Bock habe, mich an den Schreibtisch zu Hause zu setzen und mit meinem Freund zu zocken. Ich fühl's. Also zocken ist nach wie vor ein großes Thema. Evil ist neu rausgekommen, das ist quasi Werwölfe nur online, übel geil. Macht viel Spaß. Das zocken wir aktuell. Und wir haben ganz berühmte Anno-Nächte. Also wenn wir sehr, sehr platt sind und einen Abend zusammen haben wollen, aber nicht reden wollen, dann zocken wir auch mal die ganze Nacht Anno. Also Anno ist so Dauerbrenner. Evil, Anno und tatsächlich das alte SimCity ist auch ganz groß bei uns. Ich treffe nie Menschen, die SimCity noch spielen. Und ich, das doch, ist doch, meine doch, Einstiegsdroge gewesen und ich konnte davon nicht lassen. Liebe ist nicht. Ja, ich habe es nie gespielt. Ups. Wir sind auch immer noch drin und wir fangen immer wieder von vorne an. So ist es. Also, ja. Genau, und vielleicht noch ein Tipp von dir für ein 15-jähriges Mädchen, die jetzt sagt, oh, ich will auch mal streamen, aber ich traue mich nicht. Was würdest du der raten? Ja, ab dafür. Oder du brauchst nichts groß. Also wovor hast du Angst? Hast du Angst, vor der Kamera zu sitzen oder zu sprechen? Lass eins davon weg. Lass erstmal die Kamera weg. Hol dir nur ein Mikro. Stream ist ein großartiges Hobby. Es macht mega Bock. Sei darauf gefasst, dass du Menschen kennenlernst, die dir nicht wohlgesonnen sind. Ansonsten ist Stream ein geiles Hobby. Und wenn du vor irgendwas Angst hast, würde ich einfach nur mal mit dem Mikro anfangen. So. Ja. Nicht jeder muss sich direkt mit einer Kamera hinsetzen, zock dein Lieblingsspiel und schick's an ein, zwei Freunde weiter, dass sie mal reinschauen und einfach mal ein, zwei Sätze in den Chat schreiben. Das ist das Schönste, mit dem Chat zu interagieren. Ja. Das ist mit einer der Hauptgründe, weswegen man eigentlich streamt. Ne? Die Community natürlich. Dann auch den Spaß, den man mit anderen haben kann, mit dem man sonst nicht zusammengetroffen wäre. Finde ich einen guten Tipp. Ich habe sonst noch dazu, man kann auch, wenn man ein Haustier hat, einfach das Haustier filmen. So habe ich angefangen. Oh ja, genau. Ich hatte nur eine Catcam. Das war auch in Ordnung. Die Leute sind zum Teil nur gekommen, weil sie die Katzen gucken wollten. Das ist auch okay. Ja.
Okay, ja, mit diesen Tipps würde ich sagen. Ja. Was für ein schöner Vormittag. Wirklich, danke schön. Richtig schön. Das, ja, danke euch für die Einladung. Ja. Danke für deine Offenheit. Und wir haben uns ja bei dir eingeladen quasi. Ja, eigentlich also, schon. Also das stimmt, ja. Ich habe euch leider keinen Kaffee anbieten können und keine Kaffee. Hier ist noch nichts. Ich habe euch nicht mal ein Glas Wasser hinstellen können. Ja, das werden wir dann irgendwann mal anders machen. Wir kommen dann einfach wieder und dann ist da einfach ein Sofa und dann kriege ich einen Tee und so. Sehr so gerne. Gut. Tee? Kommt alles in den Hintergrund. Tee. Kommt alles in den Hintergrund, ist in Ordnung. Das IKEA-Regal. Ja, Kim, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Und genau, hier bei Play geht's weiter, vor Ort im Jupiter, aber natürlich auch online im Play Valley. Kommt einfach auf playfestival.de, da findet ihr alle Zugänge, das ganze Programm nochmal. Und wir freuen uns, euch nachher auch hier im Stream wiederzusehen. Richtig, heute Abend ist nämlich große Awardshow. Ja. Da werden die Creative Gaming Awards verliehen. Also, Richtig. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.